Schaut Camp Kikiwaka im Disney Channel. Also ich spiele nie wieder Basketball mit einer Echse. Mrs. Kipling ist echt eine schlechte Verliererin. Ja, schlimm genug, dass sie den Ball hat platzen lassen. Sie hätte nicht auch noch in unsere Wasserflaschen pinkeln müssen. Wisst ihr was? Ich habe einfach Xander den Stock geschenkt. Oh nein, das hast du nicht. Wer den Stock weitergibt, hat als Wächterin versagt. Und jetzt werden alle Bewohner der Murmeltierhütte ganz fürchterlich vom Pech verfolgt. Das wird nicht passieren. Das Einzige, was uns hier fürchterlich verfolgt, ist Entengrütze und Körpergeruch. Und Hormone. Sieh mal diesen riesen Pickel auf Suris Nase. Was? Ich hatte noch nie im Leben einen Pickel. Toll, Emma. Du verschenkst diesen Stock und schon mutiere ich zu Rudolf mit der roten Nase. Suri, Xander will Wächter des Stocks sein und ich möchte die Wächterin von Xander sein. Oh, jetzt ist alles klar. Sie hat keinen Bock auf den Stock. Ihr alle seid doch einfach nur abergläubisch. Sowas wie Pech gibt's nicht. Hey! Das war nur ein Zufall. Ein ziemlich schmerzhafter Zufall. Also, wiederholen wir noch mal das Wichtigste zum Schwimmen. Die ideale Anzahl Schwimmzüge pro Minute ist? Oh, 60. Kurze Frage. Gilt panisches Armflattern zur Erregung von Aufmerksamkeit eigentlich als Zug? Du wirst es schaffen, Ravi. Und nein, das zählt nicht als Schwimmzug. Hier kommt etwas, das dir helfen wird. Du musst dir nur diese Eselsbrücke merken. Konzentration, Orientierung, Technik, Zielstrebigkeit. Oh, und das Akronym davon lautet, Kotz? Ja, genau. Das ist vulgär, aber einprägsam. Also, bevor du jetzt ins Wasser steigst, mach dich mit der hier angesiedelten Flora und Fauna vertraut. In erster Linie mit den nordischen Unterwasserschlangen. Schlangen? Keine Sorge. Die werden dich nur beißen, wenn du zu nah an sie ranschwimmst. Woher weiß ich, ob ich zu nah dran bin? Wenn sie dich beißen. Okay, Tiffany, ich bin jetzt dran, ihm was beizubringen. Nein, wir machen gerade Fortschritte. Blödsinn. Er ist noch kein einziges Mal nass geworden. Außer als er den Finger angeleckt hat, um die Seite umzublättern. Er ist noch nicht bereit dazu, ins Wasser zu gehen. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Genau. Und deshalb habe ich auch das hier besorgt. Mann, das ist ja peinlich. Andererseits ist ja schon morgen meine Schwimmprüfung. Kurze Frage. Wo ist das seichte Ende? Na los, spring einfach rein. Das ist gar nicht so übel. Ha, warte, was ist das? Ah, die Schlangen, sie beißen mich! Das ist nur der Schlauch. Kikiwaka, Kikiwaka! Kikiwaka, Kikiwaka!